Warum geht das Wasser zurück? Warum offenbart sich das Schwert gerade jetzt? Der rechtmäßige König wird kommen. Es ist unvermeidlich. Lauf, Sohn! Du hast sie gespürt. Die Macht. Einen mystischen König, ein mächtiges Schwert und große Schlachten bringt schon mal die Sage mit. Und Sherlock Holmes-Regisseur Guy Ritchie fügt noch eine ordentliche Prise Rock'n'Roll hinzu. So dreckig und modern wie in King Arthur, Legend of the Sword war der Chef der Tafelrunde noch nie, allerdings auch noch nie so hektisch. Das Mädchen heißt Esther und da gibt es noch jemand. Es wäre gut, wenn wir ihn möglichst schnell finden. Hast du Angst? Ja. Ist normal, alle haben Angst. Was willst du jetzt tun, Sheriff Michlönchen? Typen wie du machen hier nicht die Gesetze, klar? In Das Ende ist der Anfang ist der Wahnsinn der eigentliche Hauptdarsteller. Irgendwo zwischen Neo-Western und Krimi bewegt sich der Film, in dem wortkarge Figuren existenzielle Fragen beantworten müssen. Der Humor ist zynisch, die Gewalt skurril und der Gesamteindruck hervorragend. Als mein Vater darüber sprach, was wichtig ist, erschien mir ein Bild, das mich seitdem nicht mehr loslässt. Es ist ein Bild von zwei Frauen. Von einer, der ich wehgetan habe. Ich hab dich so sehr vermisst. Und der anderen, die ich enttäuscht habe. Mit Die Blechtrommel gewann Volker Schlöndorff einst einen Oscar, mit seinem neuesten Film dafür keinen Blumentopf. Rückkehr nach Montauk ist so klischeehaft, dass nicht mal die talentierten Darsteller etwas reißen können. Nach einer halben Stunde hat man genug von dem Altherrendrama, das immerhin im Wettbewerb der Berlinale lief. Du bist ein kleiner Spatz. Jetzt wäre ich fast auf dich reingefallen, Papa. Wartet, ihr habt mich vergessen! Dieser berlinale Beitrag kann sich schon eher sehen lassen. Überflieger, kleine Vögel, großes Geklapper lief in der Kinderfilmsektion des Festivals und bekam dort zu Recht Applaus. Perfekt ist der Animationsfilm zwar nicht, aber dafür ein großer Spaß für die ganze Familie.